willkommen zum ersten Schnellschuss der neuen Saison. Was ist das? 2011, 2012. Richtig, genau. 2-0 gegen Leverkusen, gegen die Schürrle. Muss man so mal haben, den Schürrle, die haben den umsonst verkauft. Verstehst du? Wenn der was könnte, wäre er bei uns geblieben. Aber ich habe jetzt erfahren, dass der Tuchel für den Verkauf von Schürrle war, weil der Schürrle nicht so gut aussieht. Ja? Der hat also gesichtsmäßig nicht zu der Rest von der Mannschaft gepasst und deshalb haben wir den Schürrle verkauft. Wir haben 2-0 gewonnen im neuen Stadion. Sensationelles Stadion, wirklich schön. Also macht richtig Spaß. Man muss ein bisschen zurechtfinden. Da kann man mal mit Fancard bezahlen, dann wieder nicht und dann mit Bargeld, dann wieder doch nicht. Dann musst du aufladen, wieder abladen und also das volle Programm. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob die Mainzer das auch so empfunden haben nach dem ganzen Elend mit DFB-Pokal und Europapokal, ob die jetzt auch so euphorisch sind. Fragen wir mal die Mainzer, komm. So. Ja, sag du mal was. Sag, wie fandest du es? Super, genial. Das muss es einfach sein. Kriegst du das Grinsen aus dem Gesicht raus oder ist das bei dir fest installiert? Nee, das musste einfach sein. Die Schürrle kann gar nichts, oder? Haben wir nicht umsonst verkauft. Ja, ich habe viel Geld dafür gekriegt. Gut, der kann ja nichts. Haben wir ja gesehen. Hat man gesehen. Baller kann nichts. Wer? War der auch da? 2-0 gegen Leverkusen. Wie fandest du die Schürrle? Super. Alte Mainzer, oder? Die Schürrle hat mitgespielt. Also ich habe es zumindest gesehen. Der hätte auch, weil warum haben wir den verkauft? Weil der nix taucht. Ach, richtig. Wieder. Na? Benni. Wie ist er denn? Aber Benni. Ich komme nicht drauf. Der auch nie Tor gegen uns schießt, der mal bei uns gespielt hat. Der Voronin. Genau, der Voronin. Wie, da komme ich nicht drauf, den kennt man doch, der Voronin. Wir verkaufen immer Leverkusen für ganz viel Geld, die ganzen Kicker, die nichts können, wie der Manuel Friedrich, die verkaufen wir alle und dann gewinnen wir. Mainz wird Meister. Bitte was? Mainz wird Meister. Mainz wird Meister. Ja. Naja, du, von mir aus, du bist aber auch so optimistisch, gell? Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich da 2-0 gegen geglaubte Leben länger. Oh, das hast du schön gesagt. Und was sagst du dazu? Dass Mainz einfach gut gespielt hat und ich es einfach nur toll finde. Und was ist das? Ein Sitzkissen? Nein, mein Stehblock. Mein kleiner, für mich selber, weil ich noch so ein bisschen klein bin. Ach, du stehst im Stehblock? Ja. Ja, wieso hockst du dich mit dem armen Kind nicht hin? Dann muss das Kind stehen auf so einem komischen Plastikding mit Gaffertape. Richtig lernen, oder? Kann nicht wahr sein. Im einsamen Geldklasse Spiel, also 0-2 ist noch wenig, 0-5 wäre besser gewesen. Ja, dann wären wir vor allem Tabelleführer. Ja. Was ist denn das für Sprach, was du da sprichst? Ah, ich komme aus Würzburg in der Nähe. Und wieso kommst du? Wohnst du jetzt in Mainz oder studierst du hier? Oder? Ich bin Mainz 5 Fan schon seit 6 Jahren. Und ich muss eigentlich jede Woche, haben wir jetzt eine Dauerkarte gekauft, um jetzt hier das Heimspiel da sein. Sensationell, Respekt, wie heißt du? Nico. Nico, weiter? Nico Aumann oder auch Vido genannt. Nico Aumann, verstehst du, ich beantrage Nico Aumann zum Fan des Monats August zu küren, weil ein Typ, der aus Würzburg jedes Mal hierher fährt, da sehe ich den Hut vor. Dankeschön. Es war super, es war geil, es war fantastisch, ich komme vom Bodensee und ich hab's lieb. Guten Tag. Nett, ich habe mir jetzt die Kamera extra wie euch schon mal angemacht. Ich war schon längst fertig mit dem Kram. Jetzt sagt doch mal was. Mainz 05, alle, alle, Mainz 05, alle. Es gibt Momente, da kann man die Kamera einfach auslassen. Das wäre einfach, verstehst du, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. So Typen, verstehst du? Weine kenn dich, weine.